Und jetzt widmen wir uns der Himbeere, die derzeit lockt in den Gärten, aber auch in den Wäldern sind schon die reifen Himbeeren zu sehen. Dass sie nicht nur gut schmeckt, sondern auch sehr nützlich ist, sehr wertvoll für die Gesundheit, erfahren wir jetzt von Apothekerin Frau Magistra Barbara Hase. Herzlich willkommen. Mit herrlichen Himbeeren sind wir hier. Die locken natürlich durch den Geschmack, aber sie sind auch kostbar für die Gesundheit. Was steckt in der Himbeere alles drinnen? Also in der Frucht selber findet man schon noch Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium. Und so wird für den Tee werden ja auch verwendet die Himbeerblätter. Ja. Und da sind vor allem Inhaltsstoffe die Gerbstoffe. Und das kann man nutzen bei Durchfallerkrankungen, kann man auch bei Kindern verwenden. Es ist halt bei der Himbeere so, dass es wissenschaftlich nicht wirklich belegt ist. Aber das ist alles so, da bewegen wir uns in der Erfahrungsmedizin und einfach, wie es volksmedizinisch verwendet wird. Mhm. Aber eben schon über einen langen Zeitraum. Also Durchfall hauptsächlich? Bei Durchfall, genau. Mhm. Man findet es auch in sogenannten Geburtsvorbereitungstees, werden sie gerne genannt, oder Schwangerschaftstees, genau. Ja. Da ist einfach, da steckt die Überlegung dahinter, dass das Himbeerblatt, da verwendet man auch das Blatt, einfach die Muskulatur im kleinen Becken auflockern soll. Und da beginnt man in der 34. Schwangerschaftswoche, wird das gerne von Hebammen empfohlen. Mhm. Und es tut wirklich vielen Schwangeren anscheinend sehr gut. Mhm. Und da kann man natürlich dann andere Arzneipflanzen noch dazu mischen, je nachdem, wie man es individuell ein bisschen braucht. Hat das Himbeerblatt bei Fieber auch eine Einsatzwirkung zum Beispiel? Also ich habe es eigentlich nicht wirklich gefunden, auch nicht wirklich so in der Erfahrungsmedizin. Also ich selber kenne es eigentlich nicht verwendet, wird auch in der Apotheke eigentlich nicht für solchen so einen Anwendungszweck. Okay. Sie haben uns Teemischungen mitgebracht? Ja, genau. Ich habe eine Mischung mitgebracht. Das ist eben so ein Geburtsvorbereitungstee. Da ist drinnen eben das Himbeerblatt. Das haben wir da extra. Das hat ja die Blätter haben so ganz kleine, feine Härchen. Mhm. Das ist in einem getrockneten Zustand. Klebt das dann natürlich so ein bisschen zusammen, weil die Härchen ja nicht verloren gehen. Deswegen schaut das auch so aus. Mhm. Und da ist eine Mischung, da habe ich einfach mitgebracht mit ein bisschen Melissenblatt, weil die Melisse einfach ein bisschen nervenstärkend wirken kann, Magen-Darm beruhigend wirkt. Und manchmal findet man auch das Johanniskraut. Das ist da, wenn man es gut sieht. Das Gelbe? Das ist jetzt nicht, ja, genau. Das Gelbe Helle? Genau. Das Johanniskraut, das kann halt auch so ein bisschen nervenstärkend wirken, aber da muss man halt dann auch aufpassen, ob das steht wirklich jetzt für die Stimmungsaufhellend, das ist ein hübsches Wort. Das muss man halt dann schauen, ob das wirklich notwendig ist. Mhm. Ansonsten kann man auch noch dazu mischen Brennnessel. Man kann auf der anderen Seite das Himbeerblatt natürlich auch für einen sogenannten Haustee verwenden oder Frühstückstee. Mhm. Das kann man mischen mit Brombeerblatt, Erdbeerblatt kann man es mischen. Man kann auch eine Melisse dazugeben, man kann die Hibiskusblüte dazugeben. Also so findet das Himbeerblatt einfach eine sehr schöne Anwendung auch in allen möglichen Bereichen. Aber der Haupteinsatz in der Pharmazie ist ein ganz anderer, gell? Man findet es, das geht ein bisschen verloren mittlerweile in der Herstellung, in der Apotheke selbst, aber man findet es wirklich im alten österreichischen Arzneibuch, gibt es eine Vorschrift für den Himbeersirup. Und der wurde halt sehr gerne verwendet als Geschmackskorrigenz für andere Arzneien. Also wenn die Arznei zu bitter ist, genau. Und die Vorschrift ist ein Versuch, das ist ein Prozess, ein Herstellungsprozess, das kann mehrere Tage andauern, weil einfach das Ergebnis sein muss, dass der Saft klar ist. Mhm. Und dafür wird einfach, es werden einfach die frischen Früchte, werden einfach mit kaltem Wasser abgespült und dann einfach eben zerquetscht. Und dann wird das eben angesetzt und dann muss man sogenannte Pektinasen dazusetzen. Mhm. Das sind Enzyme, die man braucht, um bestimmte Inhaltsstoffe und auch die in den Zellwänden lagern, dass die abgebaut werden können. Mhm. Und das findet man auch in der Getränkeindustrie, damit man einfach zu einem klaren Saft kommt und dafür braucht man diese Pektinasen. Also es ist ein recht langer Herstellungsprozess und da nützt man dann einfach wieder so ein Gegenspiel, Enzym, Inhaltsstoff, das abgebaut wird. Was alles in der Himbeere bzw. in den Blättern steckt. Herzlichen Dank für die Informationen. Danke. Und vielleicht ein, zwei Himbeeren zur Stärkung. Ja, gern. Gesund sollen Sie sein, Frau Magistra. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Ich gehe in der Zwischenzeit wieder zu meiner Kollegin.